Kampf in der Türkei. Er ist auch Thema in Marxloh, ein Stadtteil im Duisburger Norden mit einem hohen türkischen Bevölkerungsanteil. Meine Stimme gilt natürlich für Recep Tayyip Erdogan. Ich hoffe, dass er gewinnt. Wählen muss man auf jeden Fall. Weil wer nicht wählt, der setzt alles auf den Zufall. Und Zufall kann manchmal dazu sorgen, dass man ein bisschen schlecht behandelt wird. Ne? Hoffentlich werden wir gewinnen. Als Kurden wollen wir die Linken, so Gott will. Bei der letzten Wahl vor 5 Jahren hat Erdogan deutlicher gesiegt, als es jüngsten Umfragen zufolge jetzt der Fall sein könnte. Es kommt also nun auf jede Stimme an. 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken gibt es in Deutschland. Und sie sind wichtig für Erdogan. Von ihnen bekommt er traditionell starke Zustimmung. Und deshalb ist seine Partei AKP in den türkischen Gemeinden in Deutschland sehr aktiv. Hier spricht ein Abgeordneter im Januar in einer Neusser Moschee. Wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse noch mal näher anschauen, dann sehen wir, dass die AKP und auch der Einfluss von rechtsnationalistischen, konservativ-islamistischen Strukturen in Deutschland auch innerhalb der Türkeistämmigen stärker geworden ist und dass sich das auch durch den Wahlkampf widerspiegelt. Wird es einen Machtwechsel in der Türkei geben? Am 14. Mai wird entschieden, auch mit den Stimmen aus Deutschland. Die Vizepräsidentin des Bundestages und ehemalige Migrationsbeauftragte Aydan Özurs hat sich positiv über einen möglichen Machtwechsel in Ankara geäußert. Eine Abkehr vom derzeitigen Präsidialsystem würde die Zusammenarbeit mit der Türkei verbessern, sagt die SPD-Politikerin heute im ARD-Morgenmagazin. Es hat noch nie so eine Situation gegeben, wo der Herausforderer von Präsident Erdogan so gute Werte bekommen hat. Man merkt, dass die Leute sehr nachdenklich geworden sind. Die wirtschaftliche Lage tut natürlich das Ihrige. Und jetzt ist es wirklich so, es liegt an den Wählerinnen und Wählern. Und es ist zum ersten Mal nicht klar, wer am Ende als Sieger hervorgeht.